Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Webinar Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte von der DZ Bank hier aus Frankfurt, aus den Büros der DZ Bank. Mein Name ist Stefano Angioni, ich darf heute Abend wieder bei Ihnen sein zum Webinar. Letzte Woche habe ich hier mir ja mal einen Urlaubstag gegönnt, da war ja mein Kollege Markus Bärenfänger für Sie da. Und ganz schön verarmt komme ich jetzt wieder. Amerika, Sie wissen ja, da war ich mal eine Woche, war ganz schön teuer bei dem Wechselkurs. Der Dirk Oppermann hat mir ja versprochen, dass es eher in Richtung 116 geht, also 1,16. Das hat nicht so ganz geklappt. Dementsprechend war es dann doch etwas teurer. Und aber jetzt bin ich wieder da, muss wieder Geld verdienen, bin natürlich gerne wieder bei Ihnen. Und pünktlich zum karnevalistischen DAX-Stand von 11.111 Punkten, neue All-Time-Highs, die wir hier sehen am Freitag, bin ich wieder da und pünktlich zum Webinar mit dem Sebastian heute. Heute haben wir einen Special Guest, einen ganz besonderen Gast, der zum ersten Mal bei uns auf der Webinarreihe Referent sein wird. Herzlich willkommen, Sebastian. Sag mal kurz Hallo an die Teilnehmer. Ja, auch von mir ein freundliches Hallo. Hallo. Hallo, Stefano. Sebastian, zugeschaltet aus dem südlichen Bayern, aus dem herrlichen Rosenheim. Genau, mit Bergblick heute. Mit Bergblick. Genau, Kommt auf den schönen Chiemgauer Alpen. Verschneit? Ja, noch verschneit, genau. Verschneit, wunderbar, herrlich. Also du hast, kann ich auf jeden Fall bestätigen, sehr schön da unten in Rosenheim. Ja, Sebastian ist heute zum ersten Mal da, wie gesagt, und nachdem wir ja schon so ein recht eingespieltes Team haben bei unserer Webinarreihe mit der Trading-Gruppe, mit den drei Trading-Experten und unserem eigenen technischen Analysten, der Robert Armin Kremser, wollen wir heute den Sebastian Hofmann von PrimeQuants vorstellen. Nicht ohne Hintergrund, also er soll nicht nur ein bisschen Abwechslung sorgen, sondern wir wollen ihn auch einführen hier in die Webinarreihe, weil wir von seinem Unternehmen PrimeQuants sehr überzeugt sind. Die Kollegen aus Rosenheim haben eine sehr, sehr gute Analyseplattform aufgebaut. Und aber darüber wird uns Sebastian da gleich noch mehr berichten, was Sie dann letztendlich auch von dieser Analyseplattform haben. Aber wir wollen ihn hier einführen bei der Webinarreihe, weil er uns allen helfen wird, die Märkte besser zu verstehen, schnell zu analysieren. Als Berufstätige haben wir ja keine Zeit, da brauchen wir einfach Hilftools. Und wir waren von dem Angebot von PrimeQuants einfach sehr überzeugt. Aber dazu wird der Sebastian gleich kommen. Und da kommen wir gleich zu dir, Sebastian. Stell dich mal vor, wer bist du, was machst du? Jetzt hast du ja schon ein bisschen Werbung gemacht, Stefano. Ja, mein Name ist Sebastian Hoffmann. Zusammen mit meinem Kollegen Sebastian Jonkisch habe ich Anfang 2011 PrimeQuants gegründet. Wir machen Trading hauptsächlich, also hauptsächlich Positionstrading, haben viel entwickelt. Wir beschäftigen uns jetzt seit mittlerweile 13 Jahren mit der Börse, haben viele Handelssysteme programmiert, haben mit künstlicher Intelligenz geforscht, sage ich jetzt mal. Das war vor ein paar Jahren ein ganz heißes Thema. Dann kennst du ja noch unser Trading-Poster. Sicher, ja, mit den unterschiedlichen Strategien und den Einigkeiten, ne? Genau, wir haben da auf dieses Poster 2500 Handelsstrategien abgebildet, also die Erwartungswerte davon. Eigentlich waren es 10.000, aber die haben leider nicht alle drauf gepasst. Hast du das noch auf einer Hauswand? 2500 Handelsstrategien auf einem Poster? Was, wie bitte? Ob das noch auf einer Hauswand passt oder? Ja, ein größeres Plakat würde definitiv gehen, ja. Da kriegt man es dann auf. Ja. Aber es ist halt sehr interessant zu sehen, was funktioniert nicht und was funktioniert vor allen Dingen. Und da ist man nachher auch wieder bei der Trendfolge und man sieht auch, dass viele Indikatoren einfach auch gar nicht wert sind, im Chart aufgerufen zu werden. Ja. Wir haben viele Handelssysteme programmiert, wir haben auch mit Datenfeed-Simulationen gearbeitet, also wo es dann wirklich Tag für Tag geht, um einfach zu gucken, was funktioniert. Auch Charttechnik haben wir untersucht, was funktioniert da, was ist gut, was ist nicht so gut. Also daher kommt auch der Name PrimeQuants, also dieses algorithmische Trading, mit dem Fokus auf mathematische Muster. Also du konzentrierst dich sehr stark auf Handelsstrategien bei PrimeQuants. Du hast es ja gegründet vor wie vielen Jahren, das Unternehmen? Das Unternehmen haben wir 2011 gegründet.
Zuvor habe ich viel entwickelt mit Dr. Parscher zusammen, haben wir einiges gemacht. Ich habe auch für ein großes Portal geschrieben. Und, also du bist schon länger aktiv als Trader. Ja, genau. Also jetzt schon seit 13 Jahren machen wir das jetzt schon. Qualitative Handelssysteme hast du jetzt oder quantitative Handelssysteme hast du erwähnt. Ist das letztendlich dann so Schlüssel zum Erfolg an der Börse, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind? Ja und nein. Also für große Adressen, sage ich mal, mit einem Depot jenseits von 1 Million Euro ist das definitiv ein Ansatz. Für Privatanleger sind diese fixen Regeln eher weniger geeignet, um das Depot auszurichten. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil ein Privatanleger hat eigentlich andere Vorteile. Und eigentlich sind das die Vorteile, was viele als Schwächen sehen, nämlich der Faktor Zeit. Also Geduld haben und abwarten können. Die meisten denken ja immer, an der Börse muss man ganz schnell sein, man muss der Erste sein, man muss da den Kursen hinterherlaufen, muss zuerst einen Ausbruch identifizieren, am besten vor allen anderen. Aber das braucht es im Endeffekt nicht. Also da können wir uns auch gerne. Immer der Erste sein. Also ja, das muss auch nicht sein. Es gibt auch noch etwas anderes an der Börse als einfach. Ja, genau. Also genügend Platz für uns Privatanleger, unsere Kunden, für die Teilnehmer ja auch der Webinarreihe, trotzdem aktiv zu sein, Fragezeichen an der Börse und erfolgreich vor allen Dingen. Ja, genau. Also wir können uns da gerne mal was im Chart anschauen, was ich meine, dann wird es verständlicher. Dann habe ich fast vergessen, genau den Disclaimer. Jetzt waren wir schon so verwickelt in unseren Gesprächen. Disclaimer müssen wir natürlich erwähnen. Wir machen heute auch wieder keine Anlageberatung. Wir werden Ihnen zu keiner Zeit empfehlen, ein Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Und jetzt gebe ich dir auch schon die Moderatorenrechte und schauen, dass du. Meine Zwischenfrage. Ja. Ja, da sehen wir auch schon deinen Schirm, Primecons. Siehst du schon, okay. Ich sehe gerade, dass viele hier die Frage haben, dass meine Stimme ein bisschen halt. Das ist bei mir nicht der Fall gerade, oder? Die Stimme höre ich eigentlich ganz gut. Es gibt ja das Stimme, da hast du recht, bei den Fragenboxen. Es halt ein wenig, ja. Ja, bei vielen doch, dass sie doch etwas halt bei dir, ja. Aber man kann dich ganz gut verstehen. Es halt ein wenig, aber man kann den Sebastian doch etwas verstehen. Okay. Es ist etwas blechern, kommt jetzt hin, aber man versteht dich gut. Also wenn du jetzt noch irgendwie weißt, woran es eventuell liegen kann, ansonsten würde ich sagen, müssen wir weitermachen. Man kann deine Stimme zumindest verstehen, auch wenn es etwas blechern ist. Das versuchen wir dann fürs nächste Mal zu regeln. Ja, bei Primecons arbeiten wir hauptsächlich mit der Software Investors und mit den Programmen Taipan End of Day und Taipan Real Time. Heute im Webinar werden wir vorrangig uns Investors anschauen und werden jetzt mal einen Blick. Das ist ein Chartprogramm, Investors? Genau, das ist ein Chartprogramm, ein Analyseprogramm, mit dem man Handelssysteme schreiben kann, mit dem man auch komplexe Sachen auswerten kann. Das ist ziemlich offen programmiert, da hat der Herr Knöpfel eine schöne Sache gemacht. Wir sehen jetzt hier den Chart der Deutschen Bank, also das ist jetzt ein Beispiel, einfach nur für uns, um eine einfache Handelsstrategie darzustellen. Wir sehen die Deutsche Bank in der Finanzkrise, den Verfall. Und werden uns hier jetzt einmal das Volumen anzeigen lassen, und zwar nicht auf der Datumsachse, sondern auf der Preisachse. Damit erkennen wir, kriegen wir so ein Gefühl dafür, welches Level, also welches Kursniveau gefragt war. Also wir sehen zum Beispiel, dass hier in diesem Bereich rund um 50, 51 Euro ziemlich viel Volumen aufgebaut wurde, also neue Positionen aufgebaut wurden. Klar, wenn wir uns anschauen, dass die Aktie von 100 Euro auf 50 Euro zurückgekommen ist, also sich im Kurs halbiert hat sozusagen. Da kamen noch einige. Zum Verständnis ganz kurz, also bei ca. 66 Euro haben wir den höchsten Umsatz in der Deutschen Bank-Aktie. Genau, und wir berücksichtigen hier bei diesem Beispiel nur das Volumen, das auf der linken Seite von diesem Strich ist. Also das ganze Volumen, das hier aufgekommen wird, wird in dieser Grafik nicht berücksichtigt. Also nur das Volumen von dieser Abwärtsbewegung. Und da sehen wir halt ganz schön, dass hier im Bereich von 50 Euro und wie du schon sagtest, um 66 Euro viele Positionen aufgebaut wurden. Viel Volumen heißt immer
Ja, viele Transaktionen und damit auch viele Einstiegskurse. Und aus diesem Wissen können wir im Endeffekt, dieses Wissen können wir uns für uns zum Trading nutzen. Wie nennt sich diese Darstellung des Volumens? Gibt es einen bestimmten Begriff? Marktprofil. Wir sagen jetzt immer Marktprofil oder man kennt es auch unter Volumenhistogrammen. Volumenhistogramm, okay. Genau. Und jetzt machen wir nämlich Folgendes. Wenn wir sehen, dass der Kurs sich hier unten erholt und alle Welt spekuliert auf eine Erholungsbewegung, jetzt der Deutschen Bankaktie, das ist uns dann in diesem Moment eigentlich völlig egal. Denn wir wollen nur dieses ganz einfache Muster handeln, nämlich dass die Leute hier auf Break-Even glatt stellen. Jetzt muss man sich nämlich einfach mal ein bisschen den Chart vor Augen führen und vor allen Dingen mal ein bisschen hineinfühlen, was die Leute, die diese Position halten, so erlebt haben. Die haben bei 50 Euro ihre Position aufgebaut und der Kurs ist danach, ja, hat sich nochmal mehr als halbiert. Das heißt, diese Gruppe, die hier investiert war, hatte zwischenzeitlich mehr als minus 50% in den Büchern stehen. Und das wissen wir. Das wissen wir spätestens ab diesem Zeitpunkt. Das wissen wir aber auch hier und das wissen wir auch hier. Und was wird diese Gruppe tun, wenn der Kurs jetzt zurückkommt, Serrano? Ja, sie wird wahrscheinlich sagen, okay, Glück gehabt, ich komme wieder auf meinen Einstiegskurs und dann bloß raus damit. Genau, das wird passieren. Und wir machen nichts weiter, als dass wir uns an dieser Volumenspitze, da wo das meiste Volumen als nächstes am Markt zu sehen war, uns mit einem Short Limit auf die Lauer legen. Und das sehen wir auch hier, dass dieses Niveau erreicht wurde. Man hätte es auch schon früher machen können. Also es geht immer um diese Abbruchkanten, wie ich sie nenne, zu diesem Volumenmaxima, an dem man dann Position auf oder abbauen kann. Das heißt also, du schaust ja schon sehr stark an, vielleicht auch in deinem Handelssystem oder auch fürs tägliche Trading, solche Volumenhistogramme und versuchst herauszufinden, gerade bei Aktien, wo Kandidaten, die sehr stark gefallen sind, bei einer kleinen Gegenbewegung, wo könnten viele Investoren sagen, okay, jetzt stoße ich meine Aktien ab, jetzt bin ich happy, dass ich meinen Einstiegskurs wieder gefunden habe und versuchst dadurch dann Umkehrpunkte in der kurzfristigen Aufwärtsbewegung, Umkehrpunkte zu identifizieren und dort in Short zu gehen, oder? Genau, das ist jetzt hier in unserem Beispiel, das ist ein Short Trade, also wir gucken uns an, vor allen Dingen, wo ist die Masse, wo ist das Interesse investiert. Ja. Ja. Wir versuchen da mit einfachen Ansätzen, die auch logisch zu erklärbar sind, daraus Kapital zu schlagen. Und hier hätte man, hier ist halt perfekt geklappt, hier hätte man einen schönen Short Trade machen können. Logisch, also man hätte den Stop-Loss relativ schnell auf das Einstiegsniveau nachziehen können. Okay, das ist jetzt aber auch, muss ich natürlich erwähnen, ein Chart von 2010. 2009 ist der. Okay, 2009 ist, okay. Genau, es sollte auch nur zur Verdeutlichung, also der Strategie da sein. Diese Histogramme, das bekommt man jetzt nur bei diesem Investox? Wahrscheinlich nicht. Nein, wir bereiten das bei uns auf der Plattform vor, auf Prime Coins Plus, das kann ich mal einmal öffnen. Jetzt kommen wir. Ja, man sieht's, jetzt sieht man es. Genau. Jetzt kommen wir auf eure Plattform. Da sehen wir den Sebastian Jonkisch, das bist nicht du. Genau, das ist mein Kollege, Diplom-Volkswirt Sebastian Jonkisch, mit dem ich Coincoin zusammen gegründet habe. Der schreibt sein wöchentliches Editorial, der stand im Market Mover, das ist unser kostenloser Trading-Newsletter, der auch schon von Beginn an dabei ist, angeboten wird. Da machen wir auch reales Trading, also wir traden unsere Positionen auch zum größten Teil alle selber. Und dafür ist auch Prime Coins Plus gedacht und daher kommt auch die Idee für Prime Coins Plus. Denn wir haben in unseren Analysen, die stapeln sich nachher auf meinen Schreibtisch und dann ging es eigentlich für mich so darum, dass wir eigentlich so ein Backup für unsere Analysen brauchen und für die wichtigsten Kennzahlen und Auswertungen. Und immer das, was man täglich ja eigentlich immer alles gleich machen muss. Und dafür haben wir dann angefangen, Prime Coins Plus zu basteln. Und ja, mittlerweile ist da eine relativ große Datenbank auch draus geworden. Das heißt, die ist da, um euch eine Hilfe zu geben. Genau, in erster Linie die Analyse. Aber auch euren Kunden, die ihr auch euren Kunden dann zur Verfügung stellt. Genau, später kam natürlich auch die Überlegung, das ist jetzt ein tolles Tool, was wir da gebaut haben, warum sollen wir das nicht auch noch anderen zur Verfügung stellen? Mhm.
Und noch die Teilnehmer können jetzt verstehen, aus diesem Grund seid ihr heute auch hier. Der Wolfgang fragt nämlich auch schon, kann ich auch darauf zugreifen? Ja, Wolfgang, kannst du. Du musst dich zwar dafür anmelden, aber wir kommen gleich nochmal dazu, was es da auf sich hat. Denn wir werden diese Plattform immer wieder in der Zukunft verwenden und nutzen. Und aber wie Sie darauf zugreifen können, da habe ich eine kleine Überraschung, da kommen wir gleich nochmal dazu. Das heißt, das ist so das Feld, wo du dich bewegst auf Quants Seite. Vielleicht genau. Kannst du da kurz mal reingehen in die einzelnen Themen, was das Besondere ist. Also wir haben hier vor allen Dingen, das ist sozusagen unser Desktop, wo man die verschiedenen Punkte relativ zügig ansteuern kann. Hier unten noch ein paar Editorials. Herr Rudolf Wittmer ist auch noch bei uns mit dem Team, der ist so für den Bereich Rohstoffe und auch ein Experte auf dem Gebiet Handelssysteme. Wenn man ihn mal googelt, findet man eine ganze Menge drüber. Mhm. Und wir haben hier, für uns ging es immer darum, wenn wir Analysen gemacht haben, wie kriegen wir schnell die wichtigsten Daten zusammen. Und dafür haben wir dann die sogenannten Fact Sheets entwickelt. Und die hier abrufbar sind für verschiedenste Werte, sortiert für DAX. Wir haben einen sehr starken Fokus auf die deutschen Werte, also auf den heimischen Markt und Europa. Hier haben wir noch den MDAX, den TechDAX, SMI. Ich mache mal ein bisschen langsamer, ich weiß nämlich nicht, wie das so übertragen wird im Webinar. Eigentlich ganz gut, man kann es ganz gut fragen, ja. SMI. Dann den Eurostox und hier unten ausgewählt, also die wichtigsten noch aus der USA. Okay. Und die werden täglich aktualisiert, also immer auf Schlusskursbasis. Und wenn wir das beispielsweise mal für den DAX aufrufen, dann haben wir hier ein PDF-Dokument mit den wichtigsten Kennzahlen für uns. Okay. Mhm. Also man hat auf einen Blick hier sofort so ein Trendchart, wo man jetzt sehen kann im DAX anhand der 200-Tage-Linie, okay, grobe Einschätzung. Wie läuft zu den DAX gerade? Ja, wir sehen, okay, klarer Aufwärtstrend, wir haben sofort die Jahresperformance, wir haben die durchschnittlichen Erwartungswerte, auch sehr interessant. Wir sehen nämlich, dass der DAX typischerweise nach der jeder Tag ist Kauftagsstrategie, also egal wann man kauft, im Schnitt 11% pro Jahr macht. Und wir sehen jetzt schon, dass er schon allein in den ersten knapp 2 Monaten mit 13% deutlich drüber ist. Das nutzt du dann letztendlich wiederum, also so einzelne Informationen, Status quo, zu Performance etc., nutzt du dann eventuell dann für eine Entscheidung aus dem Trade heraus dann? Es geht ja erstmal so um die Vorfilterung, erstmal zu schauen, Überblick zu haben, schnell einen Überblick zu haben über verschiedene Werte und dann zu gucken, okay, was ist interessant, welcher Wert könnte für uns interessant sein. Und wir drucken uns dann natürlich diese Factsheets aus und gehen die einfach back, zack durch. Die Idee kam uns mal, wir haben mal einen Bericht, eine Dokumentation über einen Fondsmanager gesehen. Und da kam sein Assistent rein und reichte ihm so einen Stapel Papier. Und der saß dann nur und immer ein Papier weggeschmissen, okay, weg, 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 okay, den nehmen wir. Und das war so der Aufhänger dafür, für diese Factsheets. Kurz und knapp das Wichtigste auf einen Blick. Genau, genau. Wir haben ja hier noch ein paar Auswertungen, Allzeithoch, Jahreshoch, wann war das alles? Haben hier durchschnittliche Performance-Zahlen der jeweiligen Monate, also der März ist eher so durchwachsen mit 0,79%, haben dann hier auch Auswertungen zur Trefferquote. Das heißt, im DAX war der März nur in 48% der Fälle auch ein positiver Monat zum Monat. Der April ist da schon wieder ein bisschen besser, aber zu den saisonalen Auswertungen komme ich später auch noch. Genau. Okay, da kommst du gleich nochmal dazu. Da sehen wir auch das Histogramm, was du gerade erwähnt hast. Genau, hier ist nochmal ein Histogrammchart und hier unten haben wir nochmal einen Trendchart, das ist ein eigener Indikator von uns. Im Endeffekt werden dort die letzten Perioden des letzten Jahres berücksichtigt und wenn der auf 100% ist, dann haben wir ein neues Hoch, wenn er auf 0 ist, haben wir ein neues Tief und da kann man schnell mal einschätzen, in welcher Trendlage wir gerade sind. Das heißt, was würdest du daraus schließen können? Ja, wir haben einen starken Trend, haben jetzt hier, im Endeffekt hatten Anfang Ende 2014 diese Korrektur nach unten und haben jetzt im Endeffekt so einen neuen Hustle-Modus, Aufwärtstrend hier gestartet. Ja. Würdest du das für einen Trade nutzen?
diesen Trendverlauf oder in diese Ferne Ja, zurück? man kann es erstaunlich gut nutzen, wenn man vor allen Dingen diese Wechsel auf die Long-Seite, diese ersten Wechsel auf die Long-Seite, wenn er hier zum Beispiel von unten herab wieder nach oben geht, als Trendfolgemodus. Und da kann man ruhig durchaus auch halten, bis er hier wieder auf diese 0 geht, zurückgeht. Also der klassische Trendfolgeansatz. Das heißt, jetzt wo du gerade mit der Maus da bist, also du drehst wieder nach oben weg, Genau. dann wieder zurückkommen, würdest du dann einen Long Trade eingehen? Genau, also ich würde den Long Trade machen, wenn sobald er dann wieder hier die 100 erreicht hat, also auf ein neues 250 Tage hoch sozusagen erreicht hat. Man kann ja aber auch verschiedenste Sachen machen, also das ist wirklich eine gute Indikation. Also kein Indikator ist vollkommen, das muss man sich auch immer wieder bewusst machen, aber immer so zur Einschätzung der Lage ist das eine gute Sache. Zum Also Beispiel letztendlich auch auch diese. eine Vielzahl von Indikatoren, die dir dann letztendlich dann auch helfen, einen klaren Trade zu setzen. Genau. Die Dips zurück könnte man auch nutzen in den mittleren Bereich. Interessant ist hier aber auch noch das Sentiment. Also hier haben wir noch die Optionsumsätze von der europäischen Terminbörse. Und da sehen wir im Endeffekt, dass momentan doch die Puts überwiegen. Also die Put-Käufe überwiegen sowohl in den letzten 21 Tagen als auch seit Jahresbeginn im DAX. Also eine wunderbare Möglichkeit, du bist ja gerade drauf, Sebastian, hier sehr schnell die Put-Call-Ratio, also das Sentiment, zum einen vom DAX, aber auch von allen Aktien, Genau. Sebastian, hier schnell anzeigen zu lassen. Das ist ja auch immer Ihre Frage, wo finde ich denn das Sentiment vom DAX, wo finde ich denn das Sentiment der Aktien? Da ist immer unsere Standard. Antwort: Gehen Sie auf Eurex Change, also die Eurex von der deutschen Börse, da können Sie es sich angucken. Das bedeutet aber letztendlich nur, da können Sie es mühselig selbst zusammensuchen. Aber das ist auch hier eben deswegen eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sehr schnell komprimiert und vorausgewählt, das Sentiment vom DAX und von verschiedenen, vielen Aktien sich auf einen Schlag anzeigen zu lassen, ohne umständlich sich A, etwas selbst auszurechnen oder ganze Sheets zu führen oder B, sich erstmal für jedes Mal manuell selbst auszurechnen. Also Das ist natürlich. es geht ja jetzt auch hier nur erstmal um diese erste Einschätzung. Wir machen ja gleich noch eine konkrete Chartanalyse, sowohl für den DAX als auch für die Deutsche Bank. Und also aber zur ersten Auswahl, vor allem wenn es darum geht, welche Werte sind jetzt interessant, sich schnell mal durchzuklicken. Da ist das ein tolles Tool, diese Factsheets. Also hier haben wir zum Beispiel nochmal die Deutsche Bank, sehen ganz sofort auf den ersten Blick den Trendwechsel, der jetzt stattgefunden hat. Aber da kommen wir gleich noch zu. Kommst du jetzt gleich zur Analyse von der Deutschen Bank, oder? Also ich würde dann jetzt mit der Analyse von der Deutschen Bank starten, wenn du. Mhm, gerne. Ist wieder in Investdocs. Genau, das machen wir in den Investdocs, also holen uns erstmal den Deutsche Bank Chart rein und sehen hier im Endeffekt diese Abwärtsbewegung, die wir vorhin schon besprochen haben, die Bewegung nach oben. Dieses Abbröckeln der Kurse dann auf eine längere Sicht, also diese breite Seitwärtsbewegung. Interessanterweise wurde die Folge der steigenden Tiefpunkte allerdings noch nicht unterboten. Also aus charttechnischer Sicht ist dieser kleine Aufwärtstrend, wenn auch sehr, sehr niedrig von der Steigung, noch intakt. Ich muss ja dann immer mal wieder. Ich habe da schon ein paar Folien vorbereitet, deswegen das muss ich dann hier immer einstellen, nicht, dass die Leute sich wundern. Wir sehen hier, dass das Dreieck aufgelöst wurde. Das war dann dieser letzte Schub nach unten. Also diese Abwärtsbewegung angestoßen durch dieses Verlassen dieses Dreiecks, das erst mit einem Fehlausbruch nach oben aufgelöst wurde und dann dieser Pfeil zurück durch diese Formation. Das sieht man bei Dreiecken übrigens sehr oft so, dass es einen Fehlausbruch in die eine Richtung gibt und dann geht es umso schneller in die andere Richtung. Stabilisiert hat die Deutsche Bank sich dann in dem Bereich dieser Trendgeraden von 2009 und von 2011. Die haben wir so gerade so verteidigt und konnten sie jetzt sogar zurückerobern. Wenn du Fragen hast, löst du einfach ein. Also vielleicht, wo du es gerade erwähnst, zu den Fragen von den Teilnehmern, keine Sorge, das kommen wirklich sehr, sehr viele rein. Wir lesen sie immer mit einem Auge. Wir schauen jetzt einfach,
dass Sebastian da zu seinen Analysen kommt, aber keine Frage wird hier unbeantwortet bleiben. Zur Not werden wir sie am Ende beantworten und Sie wissen ja mittlerweile, das machen wir ja schon seit 3-4 Mal, werden die Fragen und Antworten in Guidance eingestellt, damit auch jeder sie im Nachhinein auch mitbekommt, auch wenn wir sie hier nicht mündlich beantworten. Also sie werden schriftlich beantwortet im Nachhinein, werden dann in Guidance eingestellt. Also einfach morgen übermorgen reinschauen für diejenigen, die nochmal die Fragen und Antworten nachlesen wollen. Also hier sehen wir nochmal das Dreiecksmuster, das aufgelöst wurde. Das Potenzial daraus war ungefähr dieser Bereich knapp unter 26 Euro. Den haben wir auch angesteuert, relativ rasch. Die Aktie ist auf diesem Niveau seitwärts tendiert, hat sich dann aber stabilisiert und jetzt hier zunächst auch schon mal die 200-Tage-Linie zurückerobert. Sagst du aber da blind, 200-Tageslinie hast du ja auch analysiert gehabt, nicht einfach blind nachtreten. Ne? Das war nicht so erfolgreich, auf, meine ich. Auf keinen Fall. Hast du ja auch in dieser Übersicht, vorhin hast du es erwähnt, dieses Poster, hast du das auch mit aufgenommen, ne? 200-Tageslinie. Wie viel, ja, genau. Die Trefferwahrscheinlichkeit. Genau, also bei den deutschen Aktien aus dem DAX liegt es schon so die Trefferquote so knapp bei 20%, wenn überhaupt. Also es gibt auch viele Werte, wo die, wenn man stumpf nach der 200-Tage-Linie tradet, natürlich wesentlich noch schlechter abschneidet. Das liegt vor allem, man sieht es hier bei der Deutschen Bank gut, an diesen vielen kleinen Bewegungen immer rundherum. Wenn man hier immer ein und aus und ein und aus und ein, dann kriegt man eine ganze Reihe von Fehlsignalen, obwohl man bei den langen Trends immer auf der richtigen Seite steht. Das heißt aber jetzt nicht, dass du da überhaupt nicht drauf schaust, sondern du verlässt dich jetzt nicht blind darauf, sondern du nimmst es, wenn überhaupt, als Kombination. Ja, definitiv, definitiv, ja. Aber einen Blick drauf kann nicht schaden, weil es immer noch eine der wichtigsten Indikatoren ist, also vor allen Dingen von großen Adressen auch immer noch beobachtet wird. Deswegen schadet es nicht, wenn man sie immer mal im Blick behält. Ja. Wir sehen zudem, dass hier dieser Trend gerade überboten wurde und in einem Sprung auch zum ersten Mal hier dieses Hoch bei 27 Euro überboten werden konnte. Also diese Folge der fallenden Tiefpunkte wurde hier durchbrochen, was in der Charttechnik ein positives Signal ist. Zudem konnten wir auch das September-Hoch im Bereich von 28,30 Euro überbieten und fragen uns jetzt, ja, wie weit geht es noch nach oben für die Deutsche Bank? An dieser Stelle mache ich immer ganz gerne eine saisonale Berechnung, also so eine Forecast-Berechnung, um einfach zu schauen, was ist denn aus Sicht, aus Sentimentsicht, also aus zyklischer Sicht sozusagen noch möglich jetzt. Ja? Das heißt, da jetzt kommt da von deiner Seite aus die Saisonalität so ein bisschen auch rein. Genau. Saisonalität und Sentiment. Genau, dafür haben wir uns einen eigenen Indikator programmiert, der basiert auf neuronalen Netzen, die die grundlegende Kurshistorie auswerten und dann die Durchschnittszahlen sozusagen in die Zukunft projizieren. Also den typischen Verlauf jetzt in den Monaten März, April, Mai für jeden Handelstag, das einfach fortschreiben und wie es normalerweise jetzt unter diesen saisonalen Bedingungen weiterlaufen sollte für die Deutsche Bank, das zeigt uns dann dieser Indikator. Auf diesen Kurs. Wir sind jetzt bei der gestrichelten Linie, ist das Status Quo? Genau, da sind wir gerade. Jetzt haben wir diese Forecast-Berechnung, die sagt, okay, März, April, Anfang Mai sind noch starke Monate für die Deutsche Bank. Auf diese Kurse haben wir dann auch die 200-Tage-Linie weiter berechnet, damit man noch so einen gröberen Trendverlauf sieht. Genau, und dann wäre aber aus normaler Sicht, also aus normaler saisonaler Sicht damit zu rechnen, dass die Aktie dann ab Mai, also Sell in May, Go Away, Value ist ja vielleicht für die Deutsche Bank keine schlechte Idee, denn dann wäre es eigentlich bis in den Herbst hinein rückläufige Kurse bei der Deutschen Bank. Auch dieser Indikator ist natürlich wieder nur ein Hilfsmittel, soll einen Eindruck geben, eine Idee geben, damit man sich einfach vor Augen führen kann, wie viel Potenzial hat so eine Aktie noch, was ist da noch möglich und wo muss ich aufpassen, möglicherweise auf irgendwelche Fallstricke. Aber es ist schon sehr gut, weil ich meine, die Saisonalitäten, Zyklen nutzen wir ja auch sehr, sehr stark hier in der Webinarreihe als Basis der technischen Analyse und ist immer nicht ganz einfach, so Saisonalitäten sich anzeigen und ausrechnen zu lassen. Das muss man entweder selbst machen oder muss sie sehr, sehr teuer einkaufen, Saisonalitäten. Beim DAX ist es vielleicht, kriegt man vielleicht noch hin, aber für die einzelnen deutschen Aktien ist es doch sehr aufwendig und hier hast du eine Möglichkeit geschaffen, sich das
sehr plakativ, sehr anschaulich und leicht verständlich anschauen zu lassen. Also wie ist diese Saisonalität in der Deutschen Bank für die nächsten Monate? Und das sieht man hier eigentlich recht gut. Man sieht, wie ist die Prognose für die nächsten Monate? Sie ist sehr positiv. Also eine positive saisonale Phase. Genau. Zeigt rein der Indikator Saisonalität. Das ist, wie du schon richtig gesagt hast, ist nur ein Indikator von vielen. Das postulieren wir ja auch immer. Es ist ein einzelner Indikator, aber der ist irgendwie sehr, sehr wichtig und den nehmen wir natürlich immer wieder auf in unseren Analysen. Wir können diesen Indikator dann natürlich noch wieder mit der Charttechnik kombinieren. Sehen hier diese 2009er Aufwärtstrend gerade, die wir jetzt zurückerobert haben und sehen im Endeffekt schon, dass uns diese, jetzt wenn wir diese saisonale Berechnung zugrunde legen, uns auch noch in den kommenden Monaten weiterhin beschäftigen sollte. Also so ein Pullback da drauf, wenn es nochmal weiter nach oben geht, müssen wir einkalkulieren. Das ist so grob dieses charttechnische Setup, das uns diese saisonale Berechnung mit an die Hand gibt. Und das mit dem Wissen schauen wir uns jetzt mal einmal das Marktprofil bei der Deutschen Bank an, das sich momentan zeigt. Das Histogramm. Genau. Genau, das hatten wir gerade gesehen. Wir hatten gerade vorhin in der saisonalen Berechnung, dass wir auch damit rechnen können, dass es jetzt noch so bis 32 Euro raufgehen kann. Also es wird dieser Bereich 31, 32 Euro, also diese nächste Volumenspitze sozusagen. Und dann hatten wir schwächere Kurse im Sommer, also im späten Frühjahr bis in den Sommer hinein, sodass wir hier mit einem Pullback auf dieser Aufwärtstrend gerade nochmal rechnen konnten. Diese Aussage deckt sich eigentlich mit dem Marktprofil. Denn wir können hier mit auf dem Bereich von 31 Euro auch wieder mit Glattstellung rechnen. Immerhin hatte diese Gruppe auch minus 25% in den Büchern stehen, als das hier zuletzt runterging. Also da denke ich definitiv, dass wir hier einen größeren Widerstand haben. Und normalerweise werden diese Volumendefizite, also diese Bereiche, wo kaum Volumen vorherrscht, noch einmal gekreuzt. Das heißt, ich habe das einmal vorbereitet. Da können wir uns das einmal anschauen, wie der idealtypische Verlauf für die Deutsche Bank jetzt wäre. Also sie baut nach diesem Ausbruch aus diesem Volumenmuster hier unten, nimmt sie jetzt nochmal Fahrt auf, steigt in den Bereich von 31, 32 Euro, kommt dann zurück und hier unten wäre jetzt eine gute Nachkaufgelegenheit im Bereich knapp ja, um die 28 Euro. Dann für den Sommer, das kann man sich mal merken. Also interessant, also das heißt, das ist eine Verknüpfung aus der zu erwartenden Kursentwicklung aufgrund der Saisonalität in der Deutschen Bank und dem Histogramm, also wo du einfach so siehst, okay, wir sind jetzt in einer positiven saisonalen Phase und zudem ist durchaus zu erwarten, dass sich, wie hast du diese Lücke genannt, dieses volumenarme Volumendefizit, ja genau. Volumendefizit, dass das sich nochmal kreuzt und wir in diese Region reinkommen, wo du erhöhten Umsatz gesehen hast, nämlich bei 31 Euro. Genau, 31, 32 Euro. Also ich muss wirklich aus Erfahrung sagen, wir haben fast jede Strategie, die man sich vorstellen kann, überprüft. Ja? Und mit das Beste sind diese Histogramme in Kombination. Also diese Histogramme eignen sich wirklich hervorragend für das Markttiming. Aber natürlich muss man da auch Erfahrung mitbringen. Also man muss sich das eine ganze Zeit anschauen, bis man da mal durchblickt. Und vor allen Dingen ist die Zeitraumauswahl dabei sehr entscheidend. Wir sehen hier ein Histogramm seit dem Tief der Finanzkrise. Weil mich interessiert jetzt nicht mehr das Volumen, das 1995 in der Deutschen Bank Aktie. Genau. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Jetzt eine Frage, die vorhin gekommen ist von einem Teilnehmer. Ich finde sie jetzt gerade nicht mehr, aber ich kann mich noch erinnern. Die Frage war von ihm bei diesen volumenstarken Kursen oder Kursniveaus der Deutschen Bank. Kann es nicht auch sein, dass einer Short, also Naked Short gegangen ist? Grundsätzlich nicht, eher nicht. Nein, das Volumen ist ja immer, wenn die Aktie gekauft wird, muss ja auch einer die Gegenposition haben, also es muss ja auch einer gekauft haben. Ja? Und im Endeffekt ist es immer so, wenn der Kurs von unten kommt, dass es verstärkt mit Glattstellung zu rechnen ist, während es sich ein anderes Bild zeigt, wenn der Kurs wieder von oben zurückfällt. Der Mensch ist da auch ein Gewohnheitstier. Ja? Es ist immer dieser Bezugspunkt aus der Behavioral Finance, dieser Bezugspunkt im Endeffekt Perspektive der Anleger. Und das ist immer der Einstiegskurs. Und da, wo viel Volumen ist, sind auch immer viele Einstiegskurse. Aber ich glaube, jeder kann es so ein bisschen auch selbst nachvollziehen. Also wenn man kauft eine Aktie, die schmiert erstmal nach unten ab,
Und dann ist man heilfroh, wenn man den Einstiegskurs wieder sieht. Und diese psychologische Komponente ist da, ist eigentlich von den Trading-Psychologen bzw. Trading-Experten, wird dann immer eher als negativ betrachtet und sagt, er versucht euch von euren Einstiegskursen zu lösen und versucht losgelöst von diesen Einstiegskursen eure Entscheidung zu treffen. Aber letztendlich, wie du sagst, ist, wir sind Gewohnheitszieher und sind einfach von der Behavioral Finance her, werden wir uns oder werden sich die meisten Großteil der Anleger eben so verhalten, dass sie froh sind, okay, ich habe meinen Einstiegskurs wieder gesehen, dann stoße ich die Aktie ab. Interessant. Ja, darf ich auch kurz ja, einmal an Christoph, er soll ja uns eine E-Mail schreiben und ich schicke ihm eins zu. Da war schon fragt, Christoph fragt nach dem Poster, genau, ja. Nein, nein. Es gibt den einen oder anderen auch noch, genau, da blendest du am Ende nochmal die E-Mail-Adresse zu, ne, und nochmal ein. Das kriegen wir schon. Kriegen wir ne? Okay. eine Frage jetzt hierzu nochmal, die Orange, mich interessiert dieser, der orangene Balken bei 26,75 circa. Das ist jetzt das Volumenmaximum, also da haben wir jetzt seit Ende der Finanzkrise auf diesem Niveau das meiste Volumen in der Deutschen Bank gehabt, auf diesem Level. Das ist eigentlich also auch interessant, was der Kurs gemacht hat, ne? Die Deutschen Bank. Er hat das natürlich dort Volumen geschoben auf diesem Bereich. Ja. Und ist jetzt über diese obere Kante ausgebrochen und das ist schon ein starkes Signal. Also solange er jetzt nicht hier hinter diese Masse zurückfällt, sieht das für die Deutsche Bank zunächst wirklich ganz gut aus. Ja, man muss damit rechnen, dass dieses Volumendefizit aufgefüllt wird, also dass der Markt über mehrere Monate jetzt in diesem Bereich seitwärts tendiert, aber das zeigt sich, dass das hier eine starke Unterstützung bleibt, dann könnte er später hier von hier aus wieder abfedern und weiter nach oben gehen. Ja. Schön könnte man das auch handeln mit einem Protected Put, also Aktie kaufen und dazu absichern mit Put-Option schon. Okay, jetzt verrät es schon so eine kleine Strategie, die uns näher bringst. Also Aktie kaufen und Produktionsschein, um das Risiko nach unten auszuschließen, aber nach oben hin dabei zu sein. Ja, ich möchte noch mal auf die Frage zurückkommen, die du vorhin gestellt hast. Hätte da nicht auch jemand verkaufen können? Das, ja, was ich hier zeige, ist ja nur der Anfang, also der Anfang dieser Analysemethode. Wir arbeiten auch daran, momentan an Histogrammen, die dann zeigen, wie viel Volumen war auf Bit, wie viel war auf Ask Size. Also wo war der Last Tick sozusagen, wurde das letzte Geschäft mehr auf der Kauf- oder auf der Verkaufsseite gemacht und daraus kann man sich dann wieder eigene Indikatoren bauen, die zeigen, okay, war das jetzt das Volumen auf der Verkaufsseite höher als das auf, okay, auf der Kaufseite. Also noch ein bisschen Verfeinerung deines ja, da ist noch genug Potenzial, da kann man noch genug in die Tiefe gehen. Ja. Habe ich von einigen jetzt auch die Frage gehabt, die Seasonal Charts, wo bekommt man die? Auf Prime Coins Plus. Demnächst auch downloadbar für jeden Basiswert. Also für jeden wichtigen Basiswert in Deutschland, sage ich jetzt mal, und Dow Jones und so. So ja. Das heißt demnächst derzeit noch nicht? Oder? Jetzt gerade noch nicht. Nur ausgewählt in unserem im Fokusbereich, wo wir jeden Tag Trades vorstellen. Ich kann es mal eben. Ja, genau. Bleibt vielleicht noch ganz kurz da bei dem Factsheet. Da sieht man es jetzt nicht abgebildet, aber zumindest sieht man die Trefferquote im Durchschnitt pro Monat. Genau. Das ist nicht, das ist so ein bisschen, geht in die gleiche Richtung, zeigt ja auch eine Saisonalität. Also im Januar, ich mache es gleich ein bisschen größer. Also letztendlich im Januar in der Deutschen Bank war zu 47% positiv, hat positiv abgeschlossen. Genau, was eigentlich sehr schlecht ist. Genau, Februar, März, April positiv zu 66%, der April positiv abgeschlossen. Dadurch kann man so ein bisschen eine Saisonalität schon erkennen, dass die jetzt eher mal positiv ist, aber dieser interessante Seasonal Chart, den hast du für die Deutsche Bank zumindest in deiner Plattform, weil du den im Fokus hast. Genau, wir haben hier in diesem im Fokusbereich, da stellen wir eigentlich jeden Tag Trades vor, die kann man sich auch per E-Mail zuschicken lassen. Und da haben wir hier jetzt in die Analyse auch für die Deutsche Bank nochmal in Text, in Schriftform verfasst und dann natürlich auch nochmal die Charts abgebildet. Und diese Charts
diese Seasonal Charts wird es auch demnächst alle einzeln downloadbar geben für alle Werte. Okay, wunderbar. Also momentan noch lediglich für diejenigen, die du im Fokus hast, die natürlich dann, genau, wo du einfach einen Trade erkennst, die sind wahrscheinlich diejenigen, die du im Fokus hast. Momentan sind es drei. Dort ist dann hier unten noch die Erklärung dazu, wenn ich dich kurz unterbreche. Genau. Ah, super. Oder aber in dann Zukunft dann, okay, in Zukunft dann für alle Basiswerte. Also ich sehe, also zumindest jetzt schon von den Nachfragen, wo bekomme ich diesen Seasonal Chart von den Teilnehmern, da scheint eine größere Nachfrage zu sein. Es ist auch ein schönes Tool, man hat immer schnell einen Eindruck, auch einen Blick sieht man sofort, ohne dass man großartig einen Text liest, okay, wo kann es hingehen, wo muss ich ein bisschen aufpassen, ist das jetzt gutes, ist das schlechtes Fahrwasser. Nie nur ganz alleine darauf verlassen, das sollte man auch nicht machen. Es ist halt, wie gesagt, nur eine Durchschnittsberechnung, das darf man auch nicht vergessen. Sentiment ist jetzt hier auch abgebildet. Den, hast du das auf irgendeine Art und Weise verwendet für deine Kursprognose bzw. Erwartung? Ja, das kann man ruhig auch noch sagen. Also wir haben momentan gerade in den letzten 21 Tagen haben wir einen deutlichen Überhang auf der Long-Seite bei der Deutschen Bank. Das geht eigentlich nie lange gut, also da kommt meistens dann immer eine Gegenbewegung. Wenn wir uns das aber seit einem Jahr anschauen, ist das noch ausgewogen, also ist noch nicht so jetzt, dass das akut schlimm ist, also akut deutlich überkauft wäre, aber es spricht schon davon, wenn das jetzt diese Entwicklung anhält, dann wird das wieder auch dafür sprechen, dass wir hier nochmal in den nächsten Monaten ab Mai eine Bewegung nach unten wieder zurücksehen. Also ich habe ein bisschen relativiert. Wenn wir uns in den nächsten paar Wochen weiterhin positiv laufen werden bei der Deutschen Bank und die Call-Put-Call-Ratio in dem Fall sinken wird, also die Calls deutlich überwiegen zu den Puts, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben nicht gerade gering, dass wir abdrehen. Sprich, wenn alle Leute gekauft haben und alle Calls kaufen, dann kann es eigentlich nicht mehr steigen. Das ist dann letztendlich, ja, hier. Also die Vorsicht, also das Achtungszeichen, was uns dann das Sentiment zeigt in den nächsten Wochen. Genau, das Sentiment wird ja immer antizyklisch interpretiert, ja, in der Regel. Gut, also du eine Sache hast ja noch vorbereitet, den DAX. Den DAX habe ich noch vorbereitet, genau, die Analyse ist auch hier zu finden, habe ich auch schon mal im Fokusbereich angelegt. Dann vielleicht gehen wir mal ganz kurz zurück auf PrimeCons. Vielleicht, weil jetzt auch schon der ein oder andere Metze hier, Michael, die Nachfragen, aber auch andere, die ich jetzt auch schon gesehen habe. Interessant, aber A, wie ich, kann ich als Kunde diese Seasonal Charts bekommen? Die Factsheets, wie komme ich daran? Hört sich alles interessant an, aber wie komme ich ran? Das geht. Dafür müssen Sie Kunde werden bei PrimeCons. Aber Sie wissen ja, wir wollen mit Ihnen zusammen erfolgreicher werden im Trading. Wir wollen, dass Sie erfolgreicher sind. Die Tools, die Sie brauchen, um erfolgreicher zu sein, die wollen wir Ihnen an die Hand geben mit Guidance. Und da, wo Guidance an seine Grenzen stößt, derzeit noch, da wollen wir Sie ausfüllen mit, ja, also wirklich innovativen Unternehmen wie eben PrimeCons, die so etwas zur Verfügung stellen. Aber wir, also ich meine, vielleicht kannst du es kurz erwähnen, Sebastian, das Ganze gibt es natürlich nicht umsonst. Das kostet bei dir im Monat wie viel? Das kostet im Jahresabonnement 49,90 Euro pro Monat und wenn man sich für ein 3-Monats-Abonnement, genau, pro Monat, genau, pro Monat 50 Euro, wenn du, und das für Sie, also für die Teilnehmer der Webinarreihe, werden wir Ihnen das ganze Package, also dieses ganze Tool, ein ganzes Jahr völlig kostenfrei zur Verfügung stellen. Also das ist ein Riesen-Package hier, eine sehr, sehr aufwendige Datenbank, die der Sebastian mit seinem Mitgründer hier aufgebaut hat und dementsprechend ist es auch verständlich, dass ihr hier einen ordentlichen Betrag nehmt von 50 Euro. Das ist, glaube ich, gerechtfertigt im Monat. Aber Sie als Teilnehmer der Webinarreihe bekommen die Möglichkeit, hier zuzugreifen, Kunde zu werden, bei PrimeCons, aber das ist ganz wichtig, für ein ganzes Jahr ist das völlig kostenfrei und nach einem Jahr schauen wir dann, inwieweit nutzen Sie das, gefällt Ihnen das, wenn Sie da Spaß daran haben, werden wir durchaus überlegen, dass wir das für ein weiteres Jahr kostenfrei zur Verfügung stellen. Und das Wichtige ist auch, Sie kennen ja die ganzen, diese Abo-Fallen, für 3 Monate kostenlos und dann, wenn man es
verdattelt und verschläft, dann wird das dann automatisch zu einer kostenpflichtigen Geschichte. Das passiert hier nicht. Also wenn ja, wenn ich da kurz was sagen darf, genau das ist es halt. Ja. Und das kostenlos bleibt dann auch kostenlos für alle Teilnehmer in der Webinarreihe definitiv. Das endet nach 12 Monaten automatisch. Und wir machen auch sonst, wir sind keine Marketingmenschen bei Prime. Wir haben das für uns gebaut zum Traden. Wir sind Analytiker, wir machen Börse gerne, das ist unsere Leidenschaft. Und es gibt auch keine Werbung bei Primecoins in dem Sinne, dass wir sie jetzt in irgendwelche anderen Abos locken wollen oder sonst was. Also es ist wirklich ein schönes Tool, das kann man nutzen. Kann man für sein Trading nutzen, kann man sich seine Engagements verfolgen, kann auch hier bei uns unsere Trading Services nutzen, wo wir noch Basisengagements vorstellen oder den Market Mover kennt man vielleicht, das DAX Day Trading. Da sind wir heute short gegangen übrigens im DAX. Und dann haben wir noch 2 Handelssysteme. PQ Rendite Faktor und Early Bird. Dazu gibt es auch noch SMS-Service, das können Sie alles kostenfrei aktivieren, nutzen, wie Sie möchten. Genau, also da gibt es natürlich noch eine Menge andere Sachen, die wir jetzt so in der Kürze nicht vorstellen konnten. Wir wollten uns erstmal konzentriert auf Einzelteile deiner ganzen Plattform. Aber ich denke, wir hören dich ja noch häufiger, Sebastian, und da kannst du ja noch die einzelnen, nennen das Trading Services oder Möglichkeiten, hier deine Plattform perfekt auszunutzen, auch immer noch vorstellen. Heute haben wir eben nur eine Stunde Zeit. Aber ja, du hast so schön gesagt, du hast Spaß an der Börse und da glaube ich, hast du was mit uns und den Teilnehmern einfach gemein. Und ja, aus diesem Grund, nicht zuletzt deswegen auch, bist du natürlich auch hier bei uns und wollte ich unbedingt deine Plattform eben auch vorstellen. Wie das Ganze jetzt ist. Es gibt Unmengen an Nachfragen, wie bekomme ich denn jetzt, wie werde ich denn Kunde? Das werden wir gleich am Ende vorstellen. Da wird der Sebastian kurz mal einen Link vorstellen, wo man dann auch einen Gutscheincode etc. eingeben kann, damit das Ganze sehr einfach für Sie dann in der Umsetzung dann verläuft. Da gerade noch die Frage kam, ob es dazu eine Schulung oder Anleitung gibt. Da arbeiten wir gerade dran, also wir arbeiten an Videos, wir haben uns einen Videoraum eingerichtet, wir arbeiten daran, das alles vorzubereiten. Ich bitte da ein bisschen Rücksicht, wir sind ein kleines Team bei Primecoins und wenn wir nebenbei auch noch traden wollen und nicht nur Background-Arbeit machen wollen, dann dauert das jetzt mal ein bisschen. Ja, genau. Nee, aber das ist, ich meine, dafür hat man hier halt echt noch eine spannende Sache. Wenn es dann größere Unternehmen sind, dann ist es meistens dann auch nicht mehr so innovativ. Das hat man ja häufig Innovationen eher von kleineren Unternehmen und nicht von solchen gigantischen Unternehmen. Das ist dann meistens eher Marketing und sieht blinkt schön und sieht toll aus, aber im Hintergrund versteckt sich dann doch eher dürftig. Aber gut, wollen wir mal. Gut, wir wollen noch eine DAX-Analyse machen. Genau. Eine DAX-Analyse haben wir noch vorbereitet. Ja, das sehen wir. Einen starken DAX sehen wir. Ganze 2800 Punkte und nur 87 Handelstagen hat der DAX jetzt gewonnen. Das ist schon ein bisschen her, dass wir das letzte Mal beobachten konnten. Das sind knapp 33,5%, die es jetzt hier raufging seit dem Oktober-Tief bei 8354 Punkten. Wir schauen uns erstmal einen Überblick. Ich zeige einfach mal die Charts, die ich vorbereitet habe. Und dann werden wir das gleich schon ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Wir haben hier 2 Eindämmungslinien, die wir ziehen können. Einmal die seit Anfang Januar, die haben wir auch locker übersprungen, zuvor schon die zurückversetzen seit dem September-Top. Der GD200 natürlich auch hier zweimal auf den Prüfstand gestellt worden. Ich zeichne gerne diese Linien ein, die Hochs verbinden. Normalerweise stellt man einen Trend ja da, indem man nur die Tiefs verbindet. Aber machen Sie das mal, gewöhnen Sie sich das auch nochmal, die Hochs zu verbinden, auch nach oben. Das gibt eigentlich immer schöne Unterstützung, vor allem wenn der Markt dann wieder zurückkommt. Jetzt sehen wir gleich auch, warum es so weit nach oben ging. Wir haben hier nämlich ein Dreieck aufgelöst, während dieser Oszillation um die 200-Tage-Linie haben wir ein Dreieck aufgelöst, das Potenzial bis 10.600 Punkte bereithielt. Das haben wir übersprungen, haben diese Bereiche um 10.600 Punkte ausgiebig auf den Prüfstand gestellt und sind von dort aus dann wieder noch weiter nach oben abgefedert, jetzt nachdem dann die guten Meldungen kamen, dass sich gut in Anführungsstrichen, dass sich Griechenland und die EU geeinigt haben.
Dann hat sich währenddessen da oben noch ein kleiner Trendkanal ausgebildet, aus dem sind wir auch nach oben ausgebrochen, also eine aufwärtsgerichtete Flagge, also für eine klassische Flaggenformation reicht es nicht, die müsste ja abwärtsgerichtet sein, das ist eine aufwärtsgerichtete Flagge, aus der sind wir heute Morgen ausgebrochen. Und da das alles noch nicht genug ist, haben wir auch noch einen breiten Trendkanal hier seit dem Oktober-Tief, der im Endeffekt an dessen oberer Begrenzung wir uns hier langsam nach oben hangeln. Heute Morgen haben wir direkt diese Grenzung geboten. Für uns war das der Aufhänger, direkt mal einen spekulativen Short-Trade im DAX Day Trading zu öffnen. Also wir sind jetzt auf der Short-Seite mit einem moderaten Hebel, also nur einem Hebel von 20 ungefähr. Und mit einem Knockout bei 11.750 sind wir hier, haben wir eine Short-Position eröffnet. Bist du noch da, Stefano? Ja, ich bin da. Ich höre dir. Okay. Also soweit erstmal, damit wir uns hier einen Überblick, was charttechnisch im DAX los ist. Jetzt holen wir uns noch das Marktprofil dazu. Das hatten wir ja vorhin bei der Deutschen Bank auch schon. Genau, und auch hier sehen wir wieder ein Volumendefizit im Chart. Und zwar zwischen 10.300 und 10.500 Punkten und hier unten noch einmal zwischen 10.000 und 10.200 Punkten. Diese Volumendefizite werden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit immer noch einmal angesteuert. Auch das ist gerade unser Aufhänger für unseren Short Trade, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass der Markt nochmal bis 10.280 Punkte, also mindestens bis in diesen Bereich nochmal früher oder später zurückkommt. Die Frage ist halt nur, wann. Und dazu möchte ich den Teilnehmer des Webinars einfach nur mal kurz auf zwei Sachen noch hinweisen. Nämlich, dass wir im nächsten Monat zwei wichtige Sachen haben. Einmal beginnt der Start des EZB-Kaufprogramms Anfang März. Und des Weiteren haben wir am 20. März den sogenannten Hexensabbat, also den dreifachen Verfallstermin an den Future-Börsen. Und das war 2012, 2013 haben wir da jeweils einen Top gebildet im DAX an diesem Monat. Und auch, dass der Start des EZB-Kaufprogramms jetzt im März, dass der Markt danach wieder schwächer tendiert, wäre eigentlich typisch. Weil es ist oft so an der Börse, dass sobald dieses treibende Thema endlich dann vom Tisch ist, dass es endlich anfängt, dass dann die Luft nach oben, die große Dynamik raus ist. Also wir haben verstärkte Indizien dafür, dass der DAX eigentlich im Endeffekt als überkauft einzustufen ist und dass eine Abwärtsbewegung eher wahrscheinlich ist. Also ich sage immer, ich schreibe jetzt ganz gerne, mit jedem weiteren Punktgewinn steigt sozusagen das Chancen-Risiko-Verhältnis auf der Schwarzseite. Das sagen wir aber auch schon seit 1000 Punkten. Nein, das sagen wir nicht. Wir haben gesagt, lange gesagt. Du nicht, okay. Du nicht, aber viele Marktteilnehmer. Das muss ich fairerweise mal drauf betonen. Ja. Wir haben uns in den letzten Wochen extrem zurückgehalten und haben wirklich gesagt, okay, das ist möglich, dass der einfach hochhangelt und genau das ist passiert. Frage ist jetzt nur, passiert es jetzt mit dem Start im März oder passiert es erst nach dem nächsten Sabbat am 20.? Definitiv ist mindestens bis 10.300 Punkte mit dem Rücksetzer zu rechnen, wenn nicht sogar hier unten diese kleine Lücke noch aufgefüllt wird, kurz über 9.8. Spätestens hier würde ich ganz klar wieder auf die Long-Seite wechseln und auch hier für Nachkäufe würde ich mir diesen Bereich von 10.280 Punkten merken. Haben wir es doch geschafft in der Zeit. Hast du die Saisonalität auch im DAX vorbereitet? Kannst du da raus? Ich bin DAX jetzt nicht vorbereitet. Okay. Kann ich aber gerne auf Coincons Plus nachreichen und da sind wir auch schon wieder beim Thema. Soll ich mal den Gutschein einblenden? Ja, vielleicht genau. Jetzt sind wir ja schon 7:55. Vielleicht ist es der richtige Moment, um kurz die Fragen zu beantworten, nämlich wie kann ich Kunde werden, beziehungsweise kann ich mich da anmelden für diese Plattform? Den Link kurz nochmal zeigen. Findest du die Folie nicht? Doch, doch. Muss nur kurz auswählen. Da ist er auch schon. Da haben wir's. Genau, das ist der Link. Freundquants.de/dz-bank-webinar.
mit oder ohne www-Punkt davor. Das müsste eigentlich jeder Browser heutzutage, der ersetzt das www automatisch. Und das ist dann der Gutscheincode, den Sie dann da einfach eingeben. Ich kann mal Ihnen schnell zeigen, wo Sie da rauskommen. Das ist dann hier diese Ihre Trading-Plattform-Seite. Da finden Sie nochmal hier ein paar Informationen zu Prime Ones Plus. Die haben wir da zusammengefasst, ein paar Beispiele für die verschiedenen Sheets, die es dort gibt. Ein paar Sätze zu unseren Produkten, was wir mit Aktienanlage machen, was wir im Trading-Bereich machen, was wir ein Handelssystem haben. Dann eine kleine Auflistung über unsere Research-Sachen, die wir bereits anbieten. Vieles kommt jetzt noch, darüber informieren wir Sie immer im Market Mover. Und Market Mover ist was, wo du es gerade erwähnst? Der Market Mover ist unser kostenloser Trading-Newsletter, wo wir ein wöchentliches Editorial haben und auch reale Trades machen über unser Comdirect Depot. Da kann man sich dann auch über diese Prime Plus Plattform dann anmelden, wenn man daran Interesse hat. Okay. Dort steht dann in den hoffentlich in den Bestellbedingungen auch drin, dass es für ein Jahr kostenfrei ist und danach wird sich das nicht verlängert. Ne? Okay. Hier habe ich das einmal ausgefüllt und dann hier unten den Gutscheincode eintragen und also diesen hier. Jetzt machen wir mal zwei Sachen, genau. Paste machen bitte diesen Link und den Gutscheincode in die Chatbox gerade mal rein, damit man den einfach nur Copy-Paste hat und nicht abschreiben muss. Ah, und dann für alle. Müssen Sie einfach nur, das sehen Sie hoffentlich in dieses Panel unter Chat, das mal aufklicken. Da würde Sebastian das gleich reinpasten, beziehungsweise rein einfügen, neudeutsch pasten, einfügen. Aber das Ganze, also diesen Link. Das ist der Link und das ist jetzt nochmal einmal der Gutschein DZ Prime 23 für den heutigen Tag. Alles groß geschrieben. Das werden wir aber in den nächsten Tagen nochmal per E-Mail zuschicken. Ja. Und sehr gut. Damit wir das auch nochmal als E-Mail haben. Also ich lege es Ihnen wirklich nahe, wir werden in nächster Zeit immer mal wieder auf die Plattform draufgehen und uns anschauen, wie sehen die Factsheets aus, was gibt es von der Saisonalität her zu sagen zu den einzelnen Aktien, wie sieht das Volumenhistogramm aus, etc. Also wir werden es immer wieder mal anschauen und damit Sie natürlich dann die Sache gut mitverfolgen können, wäre es natürlich sinnvoll, wenn Sie sich das anschauen, aber nicht nur deswegen, weil das einfach eine super Plattform ist, die Ihnen das Ziel letztendlich soll es haben, Ihnen Tools, von uns ausgewählte, wirklich sehr, sehr gute Tools mit an die Hand zu geben, damit Sie letztendlich Ihre Entscheidung zur Markterwartung und zum Trading weiser mit mehr Informationen treffen können und letztendlich dann auch erfolgreicher sind. Von meiner Seite auch noch immer Ideen, Vorschläge, gerne auch immer zu uns, Kommentare, Feedback, auch Kritik, immer gerne erwünscht. Wir haben jetzt noch einige Fragen zu beantworten, Sebastian. Die werden wir jetzt schriftlich beantworten. Wie gesagt, den nächsten Morgen und übermorgen stehen die ganzen Sachen dann auf Guidance. Und du kommst das nächste Mal im April wieder zu uns. Mit 9, ich glaube 8. April war das. Genau. Und aber bis dahin, du stehst natürlich zur Verfügung für Fragen, für Anregungen etc. Genau für diejenigen, die das Poster sich ein Interesse haben an dem Poster mit den einzelnen Trading-Strategien, am besten eine E-Mail schreiben an Kurs Plus. Wir werden es dann organisieren, dass Sie ein Poster zugeschickt bekommen. Einfach an Kurs Plus eine E-Mail mit dem Hinweis, bitte Poster von Sebastian Hofmann zukommen lassen. Wir organisieren das Ganze dann. Gut, dann würde ich sagen, Sebastian, wir machen uns zusammen an die Beantwortung der Fragen und ich würde sagen, schließen wir den offiziellen Teil, oder? Alles klar, ich bedanke mich. Ich zeige vielleicht gerade noch die Abschlussfolie für die nächste Woche. Da ist nämlich wieder unsere Tradergruppe dran. Mit mir zusammen, Marktanalyse Trading 2.0 zum Thema technische Analyse. Stefan Feuerstein, Ingmar Königshofen, René Wolfram. Ich würde sagen, eine erfolgreiche Handelswoche mit den zwei
Trades, Deutsche Bank Long, DAX eher mal Short und schauen wir mal in den nächsten Wochen, ob das vernünftig sich ausläuft. Bis dahin, alles klar, vielen Dank. Servus.